Hallo zusammen, wir sind von Fahrrad Dehnfeld Radsport aus Bad Homburg. Ich habe euch den Tobi eingefangen, ich bin die Nathalie und wir zwei versuchen Dehnfeld 500 auf die Beine zu stellen. Und der Initiator sitzt hier neben mir. Lieber Tobi, kurz und knapp, um was geht's dir? 21.07. Ja, es geht um eine Spendenfahrt Kinderkrebshilfe Frankfurt. Das ist eigentlich das Hauptthema, was wir anstoßen wollen. Wir wollen sensibilisieren auf die Thematik Krebs. Wir suchen Fahrer, wir suchen Helfer und wir suchen Spender. Erklär mal ganz kurz, wenn du sagst, du suchst noch Mitfahrer. Ja, also darfst du mitfahren, wenn du ein Rennrad hast, wenn du konditionell einigermaßen gut drauf bist. Das sind 500 Kilometer, es wird schon ein gewisses Tempo gefahren. Ja. Fahrzeit wird so geschätzt? Fahrzeit lange, den ganzen Tag. Also wir werden morgens um 3.30 Uhr starten und wir werden zurück sein, wahrscheinlich gegen 21.40 Uhr. Okay, dein Wendepunkt ist dann irgendwo oben bei Trier? Ja, wir fahren die Mosel hoch und werden im Groben kurz vor Trier werden wir wenden. Wir fahren die gleiche Strecke wieder zurück. Die Option besteht immer, irgendwo auch in Zug anzusteigen und zurück nach Wiesbaden zu fahren. Das war, glaube ich, eine der häufigsten Fragen überhaupt. Ja. Was ist, wenn ich nicht mehr kann und wie komme ich zurück? Du kannst jederzeit aussteigen, klar. Gesundheit geht immer vor. Wenn einer sich das dann nicht mehr zutraut, hat er die Möglichkeit, den nächsten Bahnhof anzufahren. Wir haben vor, einen 30er Schnitt zu fahren von 16 Stunden, 40 Minuten. Da kommen ein paar Pausen, aber ja, dann on top? Wir werden alle 50 Kilometer eine Verpflegungspause einlegen mit maximal 10 Minuten Pause und im Prinzip ist das schon eine Tagesveranstaltung. Aber das kann man sich jetzt schön reden. Die Fahrt geht komplett am Wasser entlang und ich hoffe, dass wir sonniges Wetter haben, dass wir irgendwie dauerhaft Rückenwind haben. Also ich weiß, aus persönlichem Hintergrund hast du da irgendwann ja mal mit angefangen, aber es ist dir ein persönliches Anliegen und deswegen auch die Kinderkrebshilfe Frankfurt. Ja, ja klar, also ich bin jahrelang als Rettungsassistent beim Roten Kreuz gefahren. Ich hatte Berührungspunkte mit dem Thema Krebs und klar liegt mir das am Herzen. Überhaupt Kinder ist so ein Thema. Ich bin 50, ich habe zwei eigene Kinder und da machst du dir natürlich auch extrem Gedanken und das ist schon eine Herzenssache. Das heißt, ja, ist ein ganz großer Aufruf dahinter. Wenn ich selber nicht im Sattel sitzen kann und die 500 Kilometer mir zutraue, dann kann ich eben spenden. Genau, ihr könnt dabei sein als Fahrer, aber das müsst ihr nicht, weil es würden andere Leute für euch fahren. Ihr könnt dabei sein als Helfer. Ihr könnt aber auch dabei sein, einfach nur als Spender und könnt das Ganze auf Facebook, auf Insta verfolgen. Teilt es in die Welt, verbreitet es. Holt noch ein paar Leute ins Boot, Familie, Friends, Arbeitgeber, wie auch immer. So jeder Euro zählt und ja, für die Kinderkrebshilfe Frankfurt am 21.07. 500 Kilometer am Rhein und der Mosel. Danke, Tobi. Gerne.